Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind in Runde 26 angekommen. Und ja, leider musste ich in dieser Runde noch einmal eine Person disqualifizieren. Ja, den Ghost hat's erwischt. Er hat ja bereits einmal Minuspunkte bekommen. Und tatsächlich waren jetzt noch 3 Spiele offen, die er hätte abgeben müssen. Ich habe dann noch eine kulante Frist gegeben von einer Woche. Hat sich aber keiner gemeldet. Insofern lässt sich das jetzt nicht mehr ändern. Ihr seht die bereinigte Tabelle. Der Clever hat jetzt nur noch 62 Punkte, ist immer natürlich immer noch auf Platz 1. Chefi mit 50 auf Platz 2. Sturmhart mit 46 konnte etwas aufholen, weil er tatsächlich sein erstes Spiel gegen Ghost verloren hatte. Steht jetzt auf Platz 3. Geo mit 40 Punkten auf Platz 4. Talin auf Tallinn auf Platz 5 mit 38 Punkten. Relativ knapp dahinter Antheas und Powerkartoffel, beide mit 36 Punkten. Hier hat Antheas ebenfalls sein erstes Spiel gegen Ghost verloren, da das jetzt ebenfalls rausgerechnet wurde und die guten Punkte, in Anführungsstrichen, die Powerkartoffel gesammelt hat, auch gibt es hier jetzt erstmal gerade ein Unentschieden. Aber ich bin sicher, die beiden werden schon sich einen Platz erkämpfen. So. Danach komme ich schon auf Platz 9 mit 25 Punkten, Platz 10 Mondwag mit 18 Punkten, Sirdark mit 10, Bockwurst mit 9 und Lord Freezer, der tapfer durchhält, mit einem Punkt. Ja, ich würde mal sagen, es wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich jemanden disqualifizieren muss, denn den Regeln entsprechend ist gar nicht mehr genug Luft dafür, denn wir sind mittlerweile in der Abgabe für Runde 29, das heißt hier, wir spielen zwar Runde 26, aber natürlich wird da ein bisschen vorproduziert sozusagen, um eben genug Zeit zu haben, diese Folgen auch aufzunehmen und eben für Störreserven und ähnliches, deswegen konnte ich es mir auch leisten, dem Ghost noch 1 oder 2 Wochen Karenzzeit zu geben. Kulanz allerdings, der Fairness halber, muss ich natürlich irgendwann mal sagen, nee, geht so nicht. Das habe ich jetzt gemacht. Ghost, wie gesagt, disqualifiziert in Runde 26, beziehungsweise in der Abgabezeit von Runde 29 schon. Das heißt, diese Woche zu Ende und die nächste noch, dann müsste alles abgegeben sein. Und ja, wie gesagt, da ich bei keinem anderen Minuspunkte habe, bedeutet das, selbst wenn die anderen keine Abgabe mehr tätigen würden, könnte ich sie nicht disqualifizieren, den Regeln nach. 3 Minuspunkte muss es geben, ne? Allerdings, auch da bin ich zuversichtlich, die meisten Spiele sind tatsächlich schon abgegeben und wird schon werden. Ich bin guter Dinge, auf jeden Fall. So, heute sehen wir auf jeden Fall mal wieder ein Spiel in der Ring Wars Map. Bockwurst versus Sturmhart. Mal gucken. Wie gesagt, die Ring Wars Map ist ja nach wie vor ein bisschen, naja, sehr volkslastig. Wenn man das richtige Volk erwischt, kann man durchaus auch gegen einen Sturmhart gewinnen. Gucken wir mal, ob das in diesem Fall einfach der Fall ist. Okay, da sind wir am Anfang wieder das übliche Quatsche. Den Blick auf die Zeit, den lasse ich einfach mal weg, weil, weil wegen ist so. Warum sollte ich auf die Zeit gucken? Die Ring Wars Map wird auf jeden Fall unter den geforderten 30 Minuten liegen. Sind die Spieler einfach zu schnell. Nun gut. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir hier nicht ganz aufmerksam zuschauen. Für alle, die diese Map noch nicht kennen, die ist eine relativ spezielle Custom Map. Funktioniert so, dass man anders als in den anderen Dingen keine Gebäude bauen muss oder nicht direkt bauen muss, sondern sich in der Hauptsache darauf konzentriert, hier über diesen Weiher die entsprechende Einheit, die man haben will, auszuwählen. Und wenn das geschehen ist, dann kann man, dann spawnen automatisch immer wieder entsprechende Einheiten. Die sind auch ein bisschen teurer, wie man sieht hier. Anstatt halt Dingens gibt es die 1100. Hier bewegt sich schon was. Das ist vermutlich Sturmhart, genau. Während hier hinten der der Bockwurst noch nichts bewegt. Ich gehe aber mal stark von aus, dass auch er eventuell eine Einheit ausgewählt hat. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal.
Ja, müsste er eigentlich. Beide haben Plünderer gewählt, so wie es sein sollte. Mittlerweile ist auch was gespawnt. Okay, das heißt, da sollte es vorangehen. Hier, die Orks, das heißt, Power Kartoffel hätte potenziell sogar einen gewissen Vorteil, vor allem gegen die Zwerge. Erstens, weil die Einheiten hier ein bisschen schneller spawnen. Zweitens, natürlich, was macht Power Kartoffel eigentlich mit seinem, Stromhaut eigentlich mit seinem Dingens hier? Vielleicht ein bisschen rauslockt, das ist möglich. Aber ich sehe gerade, dass Sturmi die Fernkämpfer gewählt hat. Das heißt, der Vorteil ist tatsächlich weg. Hierher empfiehlt es sich auf dieser Map immer am Anfang, sag mal, die Fernkämpfer auszuwählen. Man kann theoretisch alle Einheiten auswählen, natürlich, habt ihr ja gesehen. Aber praktisch werden in der Regel immer nur die Einheiten des Volkes gewählt. Das ist so eine Art Gentleman Agreement unter den Kombatanten. Und natürlich haben die Zwerge einen gewissen Vorteil. Allerdings, die Orks kommen natürlich in der Masse dann irgendwann. Er sollte sich nicht so weit rauslocken lassen, der Bockwurst. Sonst wird es sehr schwierig werden, denn, ja, genau das passiert. Jetzt wäre es günstig, sich wieder ein bisschen hinten zu sammeln. Sturmi macht das natürlich gut, zieht die Einheiten, die gefährdet sind, weit zurück. Entsprechend werden die natürlich auch relativ schnell abgeschlachtet. Mittlerweile Gorki bei Bockwurst am Start. Der kann ein bisschen was machen, zieht sich aber direkt ein bisschen zurück. So. Die Map ist schwierig zu spielen, vor allem wenn man sie das erste Mal spielt. Allerdings, wie gesagt, bietet sie gerade gegen Stromhart durchaus Chancen, wenn man, der potenziell der schwächere Spieler ist. Und tatsächlich, hätte er hier die Armbrustschützen gewählt, wäre da durchaus eine gewisse Chance da. Denn tatsächlich, die Orks haben von den Armbrustschützen den Reichweitenvorteil, spawnen ähnlich schnell wie die Zwerge hier. Aber natürlich, wie gesagt, muss man da natürlich ein bisschen Erfahrung dafür haben. Deswegen hat ja Sturmi die Fernkämpfer gewählt, während der Bockwurst eben auf die Nahkämpfer gegangen ist. Die Erfahrung fehlt eben. Was aber nicht schlimm ist, die Chance war da. So. So, weiter geht's. Mittlerweile nur noch ein gewisses Abschlachten. Sehr wahrscheinlich, von den Punkten her wird es demnächst vermutlich auf Sturmhartseite eine zweite Einheit geben, die mitspawnt. Das wird bei Bockwurst wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, man hofft natürlich, dass er trotzdem noch relativ gut durchhält, bis jetzt muss man ja sagen. Es ist ein langsames Vorkämpfen vom Sturmhart, der mittlerweile noch den Schlachtruf sich dazugeholt hat. Und hier unten, nee, sind alles noch dieselben Einheiten. Allerdings, wie gesagt, er kämpft sich nach und nach vor. Okay, mittlerweile, sobald Gorki wieder geheilt ist, die gewissen Zusatzchancen, wenn denn Bockwurst oder wenn denn Sturmi nicht die Dingens wählt, dann am Ende, könnte das durchaus helfen. Nun gut, wir werden sehen. So, natürlich muss ich der Dinge jetzt erstmal hochheilen. Ich hätte tatsächlich gewartet bis mit dem Angriff, bis die anderen Einheiten da reinkommen, wie es jetzt der Fall ist. Denn er fordert schon ein bisschen was an Energie, da durchzurennen. Und genau das passiert halt, wenn er sich zu sehr fokussen kann, der liebe Sturmhart. Und das hätte er so oder so gemacht, müssen wir zugeben. Dann ist natürlich auch Gorkil mit Skorpion relativ schnell Geschichte. Ansonsten, wir sehen hier die Zwergenhüter mittlerweile mit dabei. Heißt im Klartext natürlich, dass Sturmhart die zweite Einheit jetzt mittlerweile spawnen kann. Damit steht er jetzt hier vor der Tür und ist ja im Prinzip vollkommen überlegen. Kann auch Zusatzeinheiten vorrücken. Alles, was jetzt spawnt, wird einfach niedergemetzelt. Wir kennen das schon. Sobald es einmal so weit ist, ist auf dieser Karte technisch gesehen ein technischer K.O. erreicht. Im Prinzip das Hochgehen hat zwar noch eine gewisse Bedeutung,
aber nicht mehr so, dass es groß notwendig ist. Während jetzt halt ordentlich sich auf die Festung konzentriert wird. Und diese wird jetzt nach und nach, abgeschmiert, oder abgeschmiert, sage ich, heruntergewirtschaftet. Stein um Stein wird abgebaut von dieser Festung und damit wird dann auch bald das Ende dieses Ringkriegs oder dieser Ringkrieg-Map gewesen sein. Leider muss man sagen, es war am Anfang spannend, Bockwurst hätte Chancen gehabt, hat aber sich tatsächlich für das falsche Volk entschieden, beziehungsweise für die falsche Einheit. Hätte er die Fernkämpfer genommen, sähe die ganze Geschichte möglicherweise anders aus. Auch wenn natürlich trotzdem der liebe Sturmi in Sachen Einheitenmanagement einen gewissen Vorteil hat. Nichtsdestotrotz, gut gemacht von beiden Seiten. Allerdings gibt es hier wieder Punkte für den Sturmhart, der sich mittlerweile tatsächlich an Schäfi rankämpfen konnte. Nicht zuletzt durch die Disqualifikation hat er jetzt nur noch einen Punkt Unterschied zu Schäfi. Das heißt, es wird sogar für Platz 2 nochmal spannend. Okay, dann hoffe ich, dass ihr die nächsten Runden auch noch fein mit einschaltet. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.